Also eigentlich ist das hier ein Scam. Hier ist Magic Con Festival in the Box mit dem Mystery Booster 2 Editions. Und das hier ist aber das Produkt, was ich nachbestellt habe, nachdem ich eine Stunde in der Warteschlange war. Das ist noch nicht gekommen. Aber das Produkt, was ich danach einfach so bestellt habe, das ist schon da. Diese Box ist ziemlich cool. Die sieht wirklich nett aus. Und wir haben hier ja, Mystery Booster 2 drin. Ein Commander Masters Collector Booster. Ein Wilds of Eldraine Collector Booster. Ein Lost Caverns of Ixalan Collector Booster. Einmal Little Legends Rainbow Foil Edition. Und ein Promo-Pack mit 4 Karten. Schauen wir mal rein. Es ist komisch hier. Es ist nämlich ein Ziel da und trotzdem wurde es mit Klebeband nochmal verklebt. Welcome to your own personal MagicCon. Celebrate on socials with Hashtag MTG Festivals. Okay. Bleibt das zu? Nein. So, dann haben wir hier als allererstes die Promos. Dem Ponder, der mal, der den Professor zur Weißglut bringt, der 30, 40 Euro gekostet hat. Und jetzt sind 2, 3 Euro Ponder ist. Ich mag ihn trotzdem. Ich finde, das Artwork ist ganz gelungen. Ist mal was Ironisches. So zu Plausch ist, da bin ich eher skeptisch. Ist nicht mein Stil von Heiko Müller, aber so zu Plausch ist, ist ein so zu Plausch ist. Ja, dann haben wir einen John Avon Plains und Convention Maro Legendary Creature Elemental Gamer. Die Promos sind schwach, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Secret Lair Drop Series Lil Legends Rainbow Foil Edition. 5 Rainbow Foil Cards. Ist da auch eine Promo bei? Thank you for being a part of Secret Lair. Rhea Dawnbringer. Orva the Allform. Drana the Last Blood Chief. Lavinia Azorius Renegade. Omnath Locus of Creation. Und Paradise Druid Extended Art Foil. Yay. Hat irgendwie nichts mit diesem Secret Lair zu tun. Aber naja, danke, dass wir davon ein Part sein durften. Dann haben wir noch, ihr seht es hier, 3 Collector Booster. Commander Masters, Ixalan und Wilds of Eldraine und den Heavy Hit, das Mystery Booster 2 Display. Draft the Unknown, White Border Karten drin, Made in USA. Das ist der QR-Code. Das ist Mystery Booster 2. Das werde ich heute nicht aufmachen. Aber wir schauen uns nochmal an, was uns diese 3 Collector Booster bringen. Hier kann die gebannte Mana Crypt drin sein. Hier kann der gebannte Jewel Lotus drin sein. Und hier kann Konfetti. Manga Rare Konfetti Foils, was auch immer drin sein. Ich glaube, vorne ist schon der Heavy Hit, da habe ich keine Lust zu. 1, 2, 3, 4, 5. Food Token. Nightly Veiler. Curiosity. Ein Sumpf. Discerning Financier. Charade of Numbing Depth. Stroke of Midnight. Fell Horseman. Tune Veil Guide. Plunge into Winter. Flicke Coin. Und jetzt kommen die Rares. Gumdrop Poisoner. Lightness Looter. Fairy Shapeshifter. Restless Vinestalk. Waste Knot. Und Yenna Redtooth Regent. Das war kein gutes Booster. Das ist ganz normal, von vorne nach hinten mit Commons, dann Uncommons, dann Rares. Hier haben wir Forest, Basic Land,
Kappa Rock C Sun Born, Braided Net und Braided Kipu auf der Rückseite, Sentinel of the Nameless City, Sunfrill Imitator, Hulking Raptor, Don't Move, eine T-Rex-Karte hier, Jurassic World und Kutzils Flanker und ein Vampir-Demon-Token. Bisher, also das Positive daran ist, immerhin keine gebannte Karte, wobei eine Mana Crypt besser wäre als das alles. Und dann das Booster, was den Preis ein bisschen rechtfertigen soll. Es ist Commander Masters. Thorn of the Black Rose, Thriving Bluff, Twisted Abomination, Gutter Snipe, Geode Golem, Tigam, Zidizi's Hand, ein Rebecca Gwai Forest, All the Glitters, Return to Dust und jetzt noch voll Reality Shift. Und die erste Rare ist Awakening Sun's Avatar. Tempt with Vengeance, Taunting Sliver, Vault of Champions und Zelvala Heart of the Wilds in Profile, Borderless, Foil und ein Monarch Dragon Egg Token. Ich finde es per se schönes Produkt. Ne? Wir haben 4 Promos, wir haben ein Secret Lair, wir haben 3 Booster. Aber der Prof hat recht, letztes Jahr gab es dazu einen Mox Opal, einen Mox Tantalite und einen Sol Ring in Retro-Frame voll. Ja. Viel Spaß, wenn ihr auch eins gekauft habt. Ich hoffe, ihr draftet die Mystery Booster, weil zum Öffnen fand ich zum Beispiel mindestens die Mystery Booster 1 echt nicht gut. Das ist wirklich was man draften sollte in meinen Augen.